Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Formel 1 steht wieder an, 14 Uhr, wir sind wieder dabei. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play 2018 mit dem Qualifikationstraining, mein Gott, schwieriges Wort, hier aus Monza. Wir gucken aber erstmal die Nachrichten, Wettervorhersage fürs Rennen und fürs Qualifikationsrtraining ist, also fürs Quali, für die Quali und fürs Rennen ist wunderbar bedeckt, aber nicht nass. Das ist das Wichtigste. Ich weiß nicht, wie der Kreuz mit den ersten beiden Schikanen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall dringend aufpassen. Es ist eben Monster, denkt rein, das Gaspedal durchzudrehen. Dann wird alles gut, durchzutreten natürlich. Ja, danke Jeff für die tollen motivierenden Worte. Und wir schauen einfach mal, ob wir es heute reißen können. Let's go. Gleich startet das Qualifying für den Grand Prix von Italien hier auf dem Autodromo di Monza. Die Teams werden jeden Augenblick auf die Strecke fahren. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Die Teams sind mit einer Vielzahl von Teilen eingetroffen, mit denen sie das meiste aus den langen Geraden herausholen wollen. Die Wagen werden zwar in den Kurven schwerer zu steuern sein, aber das gilt ja dann für alle Teams. So, gucken wir mal, was wir das richtige Setup drin haben noch. Italien-Wett brauchen wir nicht. Dafür nehmen wir die leichten allerdings. So, und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Oh, warte mal, wir machen es dann anders. Wir fangen an mit den Soft-Reifen und wenn die nicht klappen, legen wir noch eine Zeit nach mit den Ultra, mit den Super Soft. Reifenwechsel können wir ja immer noch. Dann können wir immer noch nachlegen. So, kommen wir ein bisschen ins Fahren rein. Weil dann kann ich hier die schön die Software verheizen. Weil fürs Rennen kriegen wir ja neue. Und dann kann ich mit einer Runde auf die Supers, mit den Links fahren. Und dann eventuell nochmal kontern. Das ist das Wichtigste. Darum so muss ich nicht die Supersoft das Rennen schon verheizen. So sind die im Idealfall eine Runde alt. Und dann passt das auch. So machen wir es auf jeden Fall. Egal wie die Zeit aussieht. Ich will nochmal mit der, spätestens ein oder zwei Versuche mit den Supersoft schaffen. Naja, schauen wir mal, wie es Rennen jetzt läuft. Also, wie sieht die Bremsverteilung aus? Upsala, du musst nicht jetzt irgendwas machen. So, die wieder auf 70% stellen. Die muss ich, hätte ich von Anfang an machen sollen. So, die, ja klar, die kleine Verwarnung hier. Vorsichtig ist Sirotkin, der Williams-Pilot, der in der nächsten Saison kein Cockpit bekommen wird. Das Fahrer-Line-Up für Williams steht da fest. Das sind ja Kubica und George Russell, sind die zwei Kandidaten, die nächste Saison in Williams zu Gast sind. Ja, vielleicht schafft Williams wieder mal einen Sprung nach vorne. In den letzten Jahren war es ja nicht ganz so atemberaubend, was sie so abgeliefert haben. Das mag aber auch ein bisschen an der mangelnden Erfahrung ihrer Fahrer liegen. Gut, bei Felipe Massa, klar. Aber das Auto war einfach auch, ja, schlecht. Für so einen traditionsreichen Rennstall, der 97er Weltmeister wurde. Und Jacques Villeneuve von Hans-Harald Frenzen, erinnert sich? Aha! Ist das natürlich bitter, da jetzt immer am Ende des Feldes rumzukrauchen. Na gut, das soll nicht unser Thema sein. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal wieder schön nach vorne. Wir haben jetzt auch eine Option, die wieder eine Road to Glory wieder mal nach vorne zu bringen. So, Sirotkin. Macht der uns jetzt erstmal Platz? Den Schwung können wir mitnehmen. Wir haben nochmal noch ein besseres. Wir haben nochmal eine Bestzeit gesetzt. Neben uns ist Sirotkin. Na gut, da waren wir viel zu schnell. Das war knapp. Das war plötzlich sehr, sehr knapp. Auf jeden Fall mit Sirotkin durch den Dreher. Wäre ja uns fast ins Auto sogar noch gefahren. Aber wir haben eine neue Bestzeit gesetzt. Wir haben führend vor Kimi Räikkönen und Max Verstappen. Das ist super, das ist gut. Zwei Ferrari vorne und danach lange kein Mercedes. Das ist erstmal die Wunschvorstellung.
Bottas am besten so weit wie möglich hinten. So wenig Punkte wie möglich. Wie gesagt, wir werden es nicht heute schaffen, ihn einzuholen. Dafür ist der Abstand zu groß. Es sind 35 Punkte. Aber wir wollen ihn natürlich so weit wie möglich verkürzen. Und das ist schon mal ein richtiger Schritt dafür. Und dass wir als Ferrari plötzlich auf einmal so stark sind, sind wir in der Doppelführung. Das wäre natürlich das Idealste. Das wäre das Geilste für die Fans, was sie für unsere Italien. Oh nein! Und da habe ich auch schon wieder einen Prosimodi gehabt. Das ist eigentlich nur eine unscheinbare Kurve. Die ist eigentlich. Wieder einer aus der Box raus, einer der beiden Fasinja. Oh, komm! Das war auch nicht ohne. Voll auf Max stehen mit, der Spritmenge. Wir haben noch zwei Runden Zeit. Ich versuche noch meine Zeit nachzusetzen. Fahrer hinter mir. So. Fahrer hinter mir. Ricardo behind. Their best lap time is a 1 minute 24.0. Danke. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Hat er uns gerade schön die Runde kaputt gemacht. Indem er schön vor die Karre gefahren ist. Oh, es war keiner. Wir waren zu schnell. Have set us back a little. So, guck, was die Zeiten sagen. Wir sind auf 2 momentan sogar nur. Was ist da vorne? Oh, Bottas. Das wäre natürlich das nicht beste Ergebnis. So far, our fastest lap is a 1:23.6. Dann müssen wir noch mal versuchen. Naja. Nochmal einen Schritt nachlegen. 0,1 Sekunden fehlen. Also 23,5 ist Bottas, glaube ich, gefahren. Ja, und dann so ein Blü. Wieder viel zu schnell. Dann müssen wir nochmal eine Zeit setzen.
Ja, die violette Zwischenzeit ist auch relativ egal. So, probieren wir es nochmal. Ich will da die Pole haben. Und plötzlich melden sich die Mercedes wieder zurück. Fünf Minuten haben wir noch. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Das könnte verdammt starke Zeit werden. Die 22,5 von eben, die könnte durchaus drin sein. Jetzt muss ich es halt nur in der letzten Kurvenkombination irgendwie packen. Die könnte sogar schneller werden. ...22,2 sogar. Bestzeit. So, dann gehen wir zurück in die Garage. Ah, schade, dass Kimi nicht nochmal nachlegen kann. Ihm scheint da irgendwie die Fuß auszugehen. Wir haben 4 Versuche gebraucht, krass. ...26,9, erster Sektor Kimi. Das ist aber eher ein Ticken schneller als eben, aber der muss nochmal 26,7 bräuchte. Hätte er brauchen müssen. Irgendwo muss er holen. Was hast du denn als zweiter Sektor? 28,3. Komm, 28,1 oder so muss es doch drin sein. ...28,7. Ja, da richtig da liegen. Das wird wahrscheinlich. Ja, das könnte wahrscheinlich das Ende sein. Die Zeit wird nichts werden. Komm, das muss er nochmal versuchen. Ein Versuch hat er noch. Kann Kimi nochmal ranfahren? Wir werden damit nicht. Uns lohnt sich nicht mehr. ...27,0. Alter, was, Kimi, was fährst du? Also, der wird wahrscheinlich nicht mehr sich nach vorne setzen können. So stark in den ersten 3 Trainings, in den Trainings. Während wir uns etwas von diesem aufregenden 7. sogar noch, von Perez doch geschnupft. Die Top 3, Garcia, Bottas und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Na, dann haben wir tatsächlich, sind wir tatsächlich die Hoffnung.
So. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, hoffentlich schafft das Kimi auch nochmal nach vorne zu sitzen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, nämlich dann morgen quasi zum Rennen aus den aus Monza aus Italien. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier zumindest für die Fans nochmal was Felixes rausholen können. Und im Idealfall ist es ein Sieg. Bis dann auf jeden Fall. Wir sehen uns dann wieder. Ciao.